What's up, guys, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Mond Nuzlocke Challenge. Im letzten Part hat sich Mango entwickelt und ich hoffe, heute wird sich Smash noch entwickeln. So, das werden wir auf jeden Fall sehen. Wir haben hier noch einen Trainer, den machen wir jetzt. Und ich denke, wir werden gleich in die Vegetationshöhle reingehen und da unsere erste Prüfung machen. Holy shit. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so schwer ist. Alright. Ist das ein Wommel? Heißt das Ding Wommel? Ich glaube schon, ne? Ja, ein Wommel. Okay, wir gehen. Als ob. Was ist denn hier los? Holy shit. Das mit dieser Überhitzung, das ist irgendwie voll extrem. Guys, ich weiß nicht wieso, aber das ist total nervig. Was soll ich dagegen tun? Ich muss mich da echt mal mit beschäftigen. So, Wommel kriegt jetzt erstmal den Erstauner ab. Er geht auf Absorber. Okay, das wird gar keinen Damage machen. Okay. Gut, Rack überlebt es easy. Und wir gehen weiterhin auf einen Erstauner. So, nice. Okay, das macht guten Damage. Er geht... Oh, das ist gut, dass wir das abgewehrt haben. Sehr nice. Okay, Erstauner wird jetzt auf jeden Fall Wormel rausnehmen. Aus dem Game. Nice. So. Wir kriegen ein bisschen Erfahrung. Und besiegen die Schülerin. Alright. So. Dann gehen wir mal hoch. Ich möchte jetzt Smash nach vorne tun, weil der sich jetzt echt mal entwickeln soll. Das will ich. Unbedingt, ja. Okay, wir wollen... Okay, hier. Okay. Wir gehen erstmal hier hin. Hier gibt es nämlich noch Beeren. So, du erhältst Maronbeere. Okay, nice. Da sind noch mehr. Yonago-Beere. Komm, ja komm. Noch eine Maronbeere, okay. Schade, ich habe mit einer Citrobeere gerechnet. Wäre cool gewesen, ja. Oh, okay, das sieht sehr nach der Prüfung aus. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt. Und zwar hier in der Vegetationshöhle. Noch ein paar Worte der Warnung. Die Pokémon in der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine böse Überraschung erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, an sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betrittst, kannst du sie nicht wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Ich bin noch nicht bereit. Nee, ich will erstmal gucken, wie viele Tränke ich noch hab. So, wollen wir mal schauen. Es muss ausreichen. Es muss ausreichen. Ja. So. Jetzt bin ich ready. Jo. Also dann, ich erwarte dich von innen. Vom Inneren. Oh shit, ey, jetzt geht die erste Prüfung los. Holy day. Holy shit. Das sieht cool aus. Oh, was ist das für eine Musik? Holy shit! Oh, wunderschön. Willkommen in der Vegetationshöhle. Ich bin Captain, ja, weiß ich. Aber du weißt ja bereits, ja genau. Ich erkläre dir jetzt erstmal den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgabe besteht aus folgendem. Mhm. Besiege drei Pokémon, die sich in ihren Nisthöhlen verstecken. Sobald das geschafft ist, dringst du ins Innerste der Höhle vor und nimmst dir dort den Z-Kristall aus dem Sockel. Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinem Pokémon. Oh Gott, nein. Ist es ein Radikal? Oh Gott! Das sind ziemlich starke Pokémon, sogenannten Herrscher, Zweifelsohne. Ach, Zweifelsohne, nicht Zweifelsohne.
Zweifelsohne wird dieser bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Ach ja, und noch etwas hätte ich glatt vergessen zu erwähnen. Pokémon darfst du hier nicht nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Okay. Okay, gut. Dann bin ich jetzt bereit für deine Prüfung. Die Prüfung beginnt. Alright. Ah, ich will die TM haben. So, also nochmal. Wir leaden mit Bouts, damit wir wenigstens das Ding entwickeln können. So, hier ist also irgendwas, ne? Hier ist doch ein Ra. Okay, ist das Rapido? Ist Rapido in dem kleinen, in der kleinen Nisthöhle drin? Ach nee, ein Ratzfatz, okay. Es war so schlecht. Alright. Welches Level bist du denn? Oh, 11. Das ist wirklich recht stark. Rasierblatt, ich bin mal gespannt, wie die Animation ist. Die Animation ist so. Ja, ist in Ordnung. Das macht guten Damage. Schnabel. Rutenschlag. Okay, das ist sehr gut. Und das dürfte auch das Level sein, ne? Für Smash. Wäre auf jeden Fall nice. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Smash muss sich noch hier entwickeln, Alter. Smash, Mann. Komm schon. Du musst dich hier noch entwickeln, ne? Deathpilz ist Level 15. Okay, wir bleiben auf jeden Fall weiterhin mit Smash am Start. Noch zwei Pokémon. Okay. So, los geht's. Ey, es sieht wunderbar aus. Und die Musik. Ich fand. Wow! Die Anfangsmusik fand ich aber ein bisschen besser. Also die, wo man gerade in die Höhle reingekommen ist, die war auf jeden Fall ein wenig besser als die Prüfungsmusik, sag ich mal. Ja. Okay. So, wieder ein Ratzfatz. Gar kein Problem. Wenn wir uns entwickelt haben, wäre es auch ein One-Hit-KO. So, jetzt kommt das Rasierblatt. Vielleicht ist es jetzt ein High-Roll und killt. Nein. Okay. Ja, ein Crit dürfte nicht mal ausreichen. Also, ja, wieder Rutenschlag. Oh, okay. Ich glaube, ich muss den EP-Teiler mal ausmachen, damit Smash bei dem nächsten Pokémon recht viel Erfahrung kriegt, damit er sich doch noch entwickelt. Okay, entwickelt sich safe. Easy. Okay, nice. Da habe ich aber nochmal Glück gehabt, ey. Okay. Warte, hier ist doch eine TM. Oh! Durchbruch! Oder das brauchen wir. Als ob. Ja, und das könnt Mango und Deathpilz. Ja, Deathpilz kriegt das so safe. So safe kriegst du das. Tackle kann weg. Kraftwelle wäre noch gar nicht schlecht wegen der Para. Und ja. Und Dingens. Mango kriegt das auch. Safe. So, was hast du hier? Zertrümmerer weg. Zertrümmerer. Aber ich finde die Zertrümmerer-Animation ultra cool. Und dieser Bereich hier gerade des Spiels, also die Vegetationshöhle, die gefällt mir megamäßig gut. So, wir müssen hier rüber wahrscheinlich. Oh. Jo, da ist es drin in unterem. Alright. Okay. Ey, cool. Oh, das wäre krass, wenn man noch gesehen hätte, wie er durchkriecht. Das wäre krass. Du findest einen Supertrank. Oh, den könnten wir gebrauchen. Ich denke nämlich, dass es ein Alola-Radikal ist. So heavy. Hat er mich. Der hat mich verarscht, Alter. Dann halt oben. Zwei. Hier. So. Jo, reinsehen und jetzt kommt das letzte. Nein, okay. Dann hat es mich wieder verarscht. Komm schon. Okay, der versperrt also den Weg. Oh. Was ist das? Ein X-Abwehr. Okay. Ich hoffe, wir werden heute noch hier mit der Höhle fertig. Alter, du verarschst mich. Ist das vielleicht sogar der Boss? Ich möchte mal ganz kurz aufheilen. Ich möchte sicher gehen. Irgendwie glaube ich, dass dieses Pokémon, was da drin ist, also etwas stärker ist als die davor. Okay. So. Hä? Nee! Ihr Honks! Yo, yo, yo! Rache für die Abreibung bei den Bärenfelden. Na, du Balk? Erinnerst du dich noch an uns? Eigentlich schon, aber nö.
WTF? Und wen wollen sie zu uns stellen, wie neulich? Erinnert sich dein Dickschädel dann an uns? Aber das ist doch jetzt völlig schnutzpiepegal, ey. Wir haben uns hier in die Höhle geschlichen, um den nervigen Balk gehörig einen Strich durch die Prüfung zu machen. Alles klar, Bro. Das ist, oh Mann. Ja klar, wie Kloßbrühe, dann mal los, wir klauen jetzt alles in den Pokémon. Yeah, Alter, Gangster. Ich finde das so geil, wie die sich bewegen, das ist legendär. Wirklich, wirklich legendär. Und das Logo ist auch cool. Yeah. Der Rüpel fordert dich heraus. Was hast denn du? Ein Traumato? Mhm. Smash am Start. Welches Level bist du? Level 11. Jo, wir können jetzt für den Erstauner gehen und hoffen, dass er zurückschreckt. Ist sehr effektiv, ist aber kein Stab. Deswegen werde ich auch gleich... Okay, das macht guten Damage. Fund. Ich will jetzt mal gucken, ob Rasierblatt mehr Damage macht und es schon zum Kill reicht. Irgendwie glaube ich ja schon wegen Stab-Bonus. Das dürfte... Könnte ich schon... Doch. Nee, ist gleich stark. Okay. Ja, aber du hast ja nichts zu melden. Rein gar nichts hast du jetzt zu melden. Bam! Traumato ist tot. Also, okay. Das dürfte jetzt die Entwicklung für Smash sein. Das wäre sehr gut, wenn er sich entwickelt. Das wäre einfach nur brillant. Ja, komm. Also, aber ein richtigen Stat-Push wäre richtig gut. Wusste denn Lose, wie ich überhaupt mit Team Skull verloren? Ja, gar nichts hast du hier verloren, ey. Das sag ich dir. Was geht denn jetzt ab, Alter? Ich check gar nichts, ey. Da brummt mir der Schädel. Ist das Balk zu stark oder sind wir zu schwach, ey? Ihr seid auf jeden Fall zu schwach. Das hätte doch ganz klein das Laufen zu holen, ey. Wir sind echt viel stärker eigentlich, irgendwie. Vergessen wir mal das doofe Balk hier, Homie. Diese ganze Prüfungsstätte ist unheimlich, ey. Sag was, Bro. Normale Pokémon lassen sich nicht hier so ganz blicken, ne? Muss den krassen Balk ziehen. Ja, die labern auch eigentlich nur Scheiße, eigentlich, ne? Also, oh, Mann. Hä, was machen die jetzt schon wieder hier? Aber jetzt mal im Ernst, ey. Weiterhin haust du ein krasses Pokémon, habe ich gehört, so ein bisschen, ne? Mach dich besser schnell vom Acker, ey. Voll krass irgendwie. Niemand macht sich hier vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde, kapiert? Wir blockieren alle auf YouTube, ey, das sag ich dir. Echt jetzt? Also, sorry für die zwei kurzen Cuts. Honk-Alarm. Alter, ist der Hund, ne? Oh mein Gott, okay. Geschnallt klinken in Plane, auf geht's, ey. Ja, okay, jetzt machen die mir auch wieder Angst, von wegen, dass das Pokémon sau stark sei. Und so weiter. Hä, was geht hier ab? Okay, da ist keiner. Dann denke ich mal, muss ich da hin. Was haben die jetzt hier vor? Ja, die Murke ist ganz chillig, aber die ist halt so, zu, naja. Ra! Okay, Rapido, Alter, komm her. Rapido. Ich bettel dich. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Hä, müsste der sich nicht entwickeln auf Level 16? Als ob. Okay, das ist ein bisschen bitter. Einen Moment, kurz, ich mache noch einen Cut. Ey, tut mir leid, Leute, aber jetzt irgendwie geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. So, ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht mehr gestört. Rasierblatt. Ey, als ob der sich nicht entwickelt hat. Oh, Superzahn. Oh! Als ob! Superzahn oder Hyperzahn war das, wo diese KP dann so geteilt wurden. Ich setz mal einen Trank ein. Als ob! Als ob es gemisst hat, das war ja wieder klar. Natürlich jetzt auf den Kampf, wo es ein bisschen auf was ankommt. Okay, Rotenschlag. Nicht schlecht. So, wir gehen jetzt nochmal auf ein Rasierblatt. Oh mein Gott, Energiefokus. Bitte reich aus. Ne, never. Oh mein Gott. Wir gehen in Deathpilz. Weil wir sind minus 1 und hätten Energiefokus drin. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall... Okay, gut. So, wir gehen jetzt auf den Mogelhieb. Der auf jeden Fall ein bisschen Damage machen sollte. Ja, sehr gut.
Und jetzt gehen wir für den Durchbruch. Energiefokus fehlgeschlagen, Durchbruch kommt und killt 100% ein Radikal. Oh mein Gott. Das war ja jetzt schon wieder sehr knapp, ne? Jawohl, nicht sehr knapp, aber härter als erwartet. Du hast alle Pokémon besiegt. Oh, damn. Das heißt doch jetzt gleichzeitig, dass ich da oben durch kann, oder? Ich heile nochmal alle auf. Ein kleiner Trank an Rack. So, dann haben wir jetzt noch diese hier. Ich würde sagen, dass wir mit Deathpilz leaden, um den... wie heißt es hier? Den Schmarrn rauszuhauen. Den Mogelhieb zu catchen. Ich save hier mal an der Stelle. Keine Ahnung wieso, aber ich save mal. So. Nice. So, lässt uns jetzt durch. Du hast alle bezwungen. Okay, wir können jetzt hier rein. Let's go. Ja. Oh, da ist es. Okay. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Möchtest du den Z-Kristall aus dem Sockel nehmen? Sollten wir ja, nicht wahr? Oh, er kommt doch jetzt. Ja, da ist doch was. Oh, scheiße. Der hat, glaube ich, echt gute Defensivwerte, ne? Radikal, der Herrscher der Vegetationshölle, ist vor dir. Okay. Jetzt geht's los, Guys. Es geht los. Holy shit, der Herrscher greift an. Was? Der Herrscher fühlt eine Aura... Ja, die Verteidigung steigt. Krank? Welches Level bist denn du krankes Viech? Okay. Mogelieb. Wie viel machst du? Okay, das war jetzt nicht so viel. Ruft mit Streit. Das finde ich ziemlich beschissen. Habe ich das schon mal gesagt? Nee, ne? Ich finde diese Erneuerung total lächerlich und total beschissen. Ist jetzt Kraftwelle vielleicht ein besserer Play wegen der Para? Ich gehe einfach straight auf den Durchbruch. Ratika. Okay, hat guten Damage gemacht. Er greift auch mit Tackle an. Das war ein Crit. Ja, natürlich. Natürlich critten die mich gleich weg. Jo! Der Spaß ist tot. Und ein Crit reicht niemals aus, um Deathpilz zu killen. Wirbelwind. Nee, das brauchst du auf keinen Fall. Bekannte Attacken behalten. Das finde ich so lame, ist man seine Vorentwicklung da rausholt. Das ist auf jeden Fall eine Erneuerung, die ich dermaßen kritisiere und einfach nur bescheuert finde. Macht einen guten Damage, aber tschüss, mein Freund. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Deathpilz hat das geregelt. Du besiegst Radikal Herrscher. Ist das jetzt die erste Prüfung gewesen? Radikal ist in den tiefsten Höhen verschwunden. Eine großartige Demonstration deiner Fähigkeit als Trainer. Wenn wir jetzt noch gegen dich kämpfen, dann hasse ich dich so, ne? Du hast das Herrscher-Pokémon besiegt, das ist so hart und eifrig trainiert habe. Ach, das hast du trainiert. Okay. Du hast meine Prüfung gemeinsam mit deinen Pokémon wirklich mit Bravour bestanden. Du bist echt ein vielversprechender Trainer. Herzlichen Glückwunsch. Nimm diesen Z-Kristall aus dem Sockel. Ey, das war's? Das war's mit der ersten Prüfung? Alright. Wir brauchen keinen Trank. Gut. Prüfung bestanden. Juhu, wir haben die erste Prüfung bestanden, Guys. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Gefällt mir. Es war cool, also die Vegetationshöhle war super, auch wenn sie nicht lang war. Ey, richtig cool. Was du gerade erhalten hast, ist der Z-Kristall des Typs Normal. Es wird auch Normium Z genannt. Du solltest ihn unbedingt einem Pokémon geben, das Normalattacken einsetzen kann. Okay.
Dann musst du diese elegante Pose einnehmen und schon entfesselst du Normalattacken. Okay. Ja, komm. Halt die Schnüss. Ach, mir fällt da noch ein, nichts erwähnt hatte. Das Herrscher-Pokémon in den Gebieten der Prüfung abgehalten wird. Nicht besonders stark. Wie radikal gerade eben. Außerdem unterstützt die Pokémon in Alola gegenseitig. Oder Hilfe zu rufen. Ja, das finde ich total bescheuert. Und sehe ich als Kritikpunkt des Spiels. Wirklich, also das... Warte, ich sehe gerade da oben, da blinkt eine TM. Okay, können wir da jetzt dran? Eine TM, okay, das muss ich mir merken. In der coolen Höhle, ja, alles safe. Und jetzt können wir auch einen Encounter in der Vegetationshöhle... Okay, können wir noch nicht. In der Vegetationshöhle fangen, oder? Hat er uns auch geheilt? Hat er. 16, 13, 15, 16, okay. Wunderbar. Wir können doch jetzt eigentlich einen Encounter hier fangen, nicht wahr? Dann wollen wir das mal machen. So, komm. Oh. Was ist das? Mal gucken. Ein Alola Ratzfratz. Okay. Das ist unser Encounter, Guys. Cool. Das gefällt mir. So, dann setzen wir Mogelhieb ein. Das dürfte auf jeden Fall reichen, um es zu schwächen. Yo, das reicht easy peasy lemon squeezy aus. Dürfte auch einen Superball regeln. Vor allem haben wir jetzt erst ein paar Superbälle bekommen. 10 Stück, um genau zu sein. Und vielleicht bleibt Alola Ratzfratz hier drin. Wollen wir mal schauen. Okay. So, dann wollen wir mal schauen. Kriegen noch ein bisschen Erfahrung. Und Alola Ratzfratz ist in unserem Besitz. Nice. Registriert. So, gut. Möchtest du Ratzfratz einen Spitznamen geben? Ja, schon. Ist es männlich? Das wäre gut. Natürlich nicht. Es ist weiblich. Ein weibliches Alola Ratzfratz. Ey, mir fällt kein Name ein für das Ding. Das ist jetzt zwar sehr kreativ, aber ich nenne es Ratti. Ratti ist nun im Team. Cool, wir haben jetzt 5 Pokémon am Start. Und haben wir irgendwie eine Schwäche oder so? Also Kampf ist gegen das Ding halt effektiv, aber Rack kann das immunisieren. Psycho ist halt von Ratti immunisiert. Elektro ist halt relativ stark gegen uns. Gucken wir erstmal, was das für eine Fähigkeit hat. Okay. Er hat eine Step-Attacke und zwar Biss, Ruckzuckhieb, Energiefokus und Rutenschlag, Ratti, Völlerei und hat ein neutrales Wesen, das ist ganz okay. Habe ich noch gar nicht bei Rack geguckt. Ach doch, habe ich doch geguckt, genau. Okay. Dann haben wir jetzt 5 Pokémon im Team. Nice. So, jetzt können wir auch hier raus, ne? Aus dem Laden. So. Dann hauen wir ab. Ey, die Musik ist wunderbar. So, was gäbe es hier sonst noch? Oh, Alola Dicta wäre cool gewesen. Aber ich muss sagen, ich finde Dingens cooler. Ist wir Alola Ratzfatz bekommen haben. Das ist auf jeden Fall besser. Erstauner. Das kann jede Sau lernen, genau wie Voltwechsel in der... Ach Gott, war so klar. Voltwechsel in der 5. Gen, ne? Okay, die Flinkklaue prockt. Durchbruch kommt und zerschmettert dich. Cool. Super, duper. Wow, okay. Ich bin froh, dass wir die erste Prüfung geschafft haben. Okay, wenn wir jetzt rausgehen, da ist schon das nächste Ziel. Ich glaube, da wird jetzt gelabert. Deshalb, Guys, würde ich sagen... Okay, dann doch noch nicht. Okay, doch. Guys, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter und gehen auf wahrscheinlich auf eine neue Route und können dann noch einen Encounter holen. Also, seid gespannt. Haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.